Hallo Leute, ich bin Ultimate Spendash und wir werfen heute einen Blick auf den Mumienframe und Herren der Wüste, Inaros. Inaros besitzt keine Schilde, dafür aber von Anfang an 550 Gesundheit. Zum Vergleich, so viel hat Loki auf Rang 30 mit einer gemaxten Vitalität. Mit Vitalität kommt er letztendlich auf 4620 Gesundheit. Das macht ihn ideal für die Zorn-Lebensschlag-Kombo, aber was kann Inaros noch? Inaros Blaupause und seine Teile erhaltet ihr im Laufe der Quest Sande des Inaros. Um diese Quest zu starten, braucht ihr eine Blaupause, welche ihr vom Barrel Keteer bekommt. Alternativ bekommt ihr Inaros samt Slot und Reaktor für 225 Platin, oder zusammen mit dem Anubis-Helm, dem Dual Toxicist, dem Mutalis Cernos, dem Legion, der Abrasis Jandana, den Questschlüssel und Boostern im Sander von Inaros Pike für 795 Platin. Inaros erste Fähigkeit, Austrocknen, bewirft Feinde mit Sand, der ihnen schadet und sie blendet. 25% des Schadens, den die Fähigkeit verursacht, wird Inaros als Gesundheit gutgeschrieben. Seine zweite Fähigkeit, Verschlingen, wurzelt einen Gegner in Treibsand fest. Gefangene Gegner können sowohl von Inaros als auch von seinen Verbündeten durch Halten der X-Taste verschlungen werden, um Gesundheit wiederherzustellen. Haltet ihr die Fähigkeitstaste gedrückt, zieht den Gegner zu euch und saugt ihm sein Leben aus. Dabei seid ihr unverwundbar und der Feind ist handlungsunfähig. Wird ein Feind von Inaros verschlungen, entsteht ein Sandschatten, der für euch kämpft und dessen Dauer davon abhängt, wie lange das Verschlingen gedauert hat. Dies funktioniert aber nicht bei Eximus-Gegnern. Seine dritte Fähigkeit, Sandsturm, verwandelt Inaros in einen Wirbelsturm, der Feinde und Beute anzieht, sowie ersteren schadet und herumschleudert. In dieser Form nehmt ihr weniger Schaden, seid aber auch langsamer. Stirbt ein von Verschlingen betroffener Feind durch Sandsturm, entsteht ein Sandschatten. Inaros vierte Fähigkeit, Scarabeus-Schwarm, verwandelt durch Halten der Taste zunächst 2900 Gesundheit in 200 Panzerung, welche nicht von Stahlfaser beeinflusst wird. Wird erneut die Taste gedrückt, wird ein anvisierter Feind von Käfern angegriffen. Dieser Effekt verbreitet sich auch auf Feinde in unmittelbarer Nähe und heilt Verbündete in Reichweite. Aufgrund des Panzerungsbonus ist es sinnvoll, die Fähigkeit gleich zu Beginn einer Mission aufzuladen, auch wenn ihr sie eigentlich nicht verwenden wollt. Das Aufladen erfordert keine Energie. Verliert Inaros seine Gesundheit, zieht er sich in seinen Sarkophag zurück. Von dort entzieht er Feinden und anvisierten Verbündeten Gesundheit, um sich selbst wiederzubeleben. Hier hilft die Mod provozieren, er kann aber auch normal wiederbelebt werden. Außerdem stellen durch Nahkampffinisher verursachte Kills Inaros Gesundheit wieder her. Mein Bild besteht aus Kontinuität, blinde Wut, Provozieren, Überdehnt, Zorn, flüchtige Stärke, Ausdehnung und Vitalität. Ich kann keine Empfehlungen für die Exilus-Mod aussprechen, es bieten sich aber Mods mit einer Balkenpolarität an. Dieser Bild gibt euch hohe Kraftstärke und Reichweite, die Effizienz leidet aber, was Sandsturms Nutzbarkeit stark beeinträchtigt. Ich habe noch nicht wirklich eine Verwendung für Inaros gefunden, aber ich denke, spätestens mit seinen Augmenten dürfte sich das ändern. Er ist bereits jetzt gut für Nahkämpfer geeignet und dazu recht leicht zu bekommen, zumindest wenn ihr Zugang zu vielen Regionen der Sternenkarte habt. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9,000! What, 9,000? There's no way that could be right! Thank you.